Also ich bedanke mich ganz herzlich, begrüße alle, die zuhören, zuschauen. Es ist meine Ehre, dass ich diese Haushofer-Tagung eröffnen darf und bedauere natürlich mit allen, dass es nicht persönlich in London möglich ist, dass wir einander sehen. Aber sind wir froh, dass wir es so machen können. Ich habe den Titel gewählt, Wer hat Angst vor Marlene Haushofer? Humor, Sarkasmus, Grausamkeit in der österreichischen Literatur nach 1945. Es ist mir nicht gegeben, mit Tellern zu werfen, aber ich möchte auch nicht gehässig oder ironisch werden und dazu besitze ich eine leichte Neigung. Diesem Bekenntnis der Erzählerin in die Mansarde ist offenkundig nicht zu trauen. Jedenfalls hat sie ihre Vorsätze nicht eingehalten. Die Färbung ihres Berichts ist passagenweise ausgesprochen ironisch, mitunter auch gehässig. Ich würde so weit gehen, den Befund auf die Autorin auszuweiten, nicht unbedingt auf die reale Person, denn die war durchaus als jezornig bekannt, aber doch auf die Erzählerin. Marlene Haushofer tendiert zur Ironie und definiert man ihn als eine Sprechhandlung mit verletzender Absicht zu Sarkasmus, zu scharfen Urteilen und zu Skepsis gegenüber behaupteter Makellosigkeit. Und sie besitzt keineswegs eine bloß leichte Neigung dazu, weshalb ich die zitierte Aussage wiederum als selbstironisch einstufen möchte. Und wie steht es mit dem Humor? Sigmund Freud hat ihm anders als der Komik und dem Witz nicht nur etwas Befreiendes, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes zugeschrieben, das in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs liege. Hat der Witz entweder reinen Lustgewinn zum Ziel oder Aggression, so stellt der Humor die höchststehende der Abwehrleistungen dar. Eine Erinnerung oder Vorstellung mit peinlichem Affekt, wie es heißt, wird im Bewusstsein gehalten, dennoch wird die drohende Unlust durch Energieabfuhr in Lust verwandelt. Die größte denkbare Behauptung des Lustprinzips gegen Realität und Tod wäre demnach der Galgenhumor als ein Triumph des Narzissmus, wie Freud das nennt. Vermutlich ist diese Form souveräner Versöhnlichkeit in Haushofers Werk nur in dem Kindheitsroman Himmel, der nirgendwo endet, anzutreffen, der freilich auch weniger harmlos ist als vielfach beschrieben. Am wenigsten humorvoll ist sicherlich Die Wand, aber selbst da gibt es ironische Bemerkungen über den Sammler Hugo oder dessen verwilderten Mercedes. Mit seiner Neigung zu Unernst und uneigentlicher Rede hebt Haushofers Werk sich vom Gros der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur ab. Während die bundesdeutsche Trümmerliteratur 1945 Realismus und Nüchternheit aus der Sicht des Heimkehrers predigte, war der literarische Mainstream in Österreich mit der Rückbesinnung auf allgemein menschliche Werte und habsburgische Traditionslinien beschäftigt. Man nahm Zuflucht zum antiken Mythos und zur moralischen Unterweisung in parabolischer Form, etwa in der Zeitschrift Neue Wege nachzulesen, die sich vor diesem Hintergrund durch Radikalität einen Namen machten, taten dies nicht im Namen der Ironie oder des Humors. Ilse Eichinger wählt für ihren Roman Die größere Hoffnung einen pathetisch-poetischen Märchenton. Friederike Mayröcker wendet sich bald dem Experiment zu. Hans Lebert erzählt in Die Wolfshaut eine exemplarische Dorfgeschichte voll Pathos. Peter Handke beginnt mit metafiktionalen Prosatexten einer neuen Innerlichkeit. Andererseits knüpfen Autoren wie Alexander von Lerne-Tolenja, Hermito von Doderer, Albert Drach mit den Romanen Unsentimentale Reise, Untersuchung an Mädeln und der als Parodist berühmte britische Staatsbürger Robert Neumann, beide jüdische Emigranten, aber auch der junge Kriegsheimkehrer Gerhard Fritsch, Fasching, in ihrer Thematisierung von Gewalt und Grausamkeit an die ironische Erzählweise der Zwischenkriegsliteratur an. Der Nachwuchslyriker Walter Buchebner
findet in seiner Abrechnung mit der Wirtschaftswunderwelt zu einem ganz eigenen Ton, während die Autoren der Wiener Gruppe in ihren literarischen Kabarets genannten Happenings wie in ihren Texten einen ziemlich brachialen Humor pflegen. Der Anteil der Autorinnen an dieser Linie der Ironie und satirischen Zuspitzung, der auch der spätere Thomas Bernhard, allerdings nicht mit seinem Erstling Frost, zuzurechnen ist, wird gewöhnlich unterschätzt, weshalb ich mich in dieser halben Stunde darauf konzentrieren möchte. Elfriede Jelinek ist deren prominenteste Vertreterin. Elfriede Gerstl ist mit ihren lakonischen Gedichten und Kurzprosatexten viel weniger bekannt. Hannelore Wallentschak steht mit ihren Sujets, das weibliche Alltagsleben und seine magische Transformation, Haushofer gewiss am nächsten. Aber auch jene Autorinnen, die sich schon früh dezidiert gegen den Humor als angemessene Form literarischer Realitätsbewältigung ausgesprochen haben, Ilse Eichinger und Friederike Mayröcker, sind mit manchen frühen Texten der uneigentlichen Sprechweise zuzurechnen. Wie auch die in der Rezeption zum Heiligenbild erstarrte Lyrikerin und Erzählerin Christine Lavant, die jungverstorbene, hochbegabte Dichterin Hertha Kräftner und natürlich, darauf hat Christa Gürtler hingewiesen, Ingeborg Bachmann. Ich möchte diesen Komplex vor allem durch einige Beispiele illustrieren, die sich mit subtiler und drastischer Brutalität befassen. Sie alle entsprechen eben nicht dem Bild der Gefühligkeit und bemühten Sinnstiftung, das man sich gemeinhin von Frauenliteratur macht. Erstens, Liebe, Sex, Gewalt. In die Geschichte vom Menschenmann erhält die große Mutter Besuch vom Menschenmann, der ihr ein, wie er sagt, sentimentales Gedicht vorträgt. Sie fragt später die Frau, was ist das sentimental? Das sei etwas ganz Neues, erhält sie zur Antwort. Zitiere, wenn er mich jetzt umarmen will, erklärt er mir zuvor, dass er im Begriff ist, etwas Heiliges zu vollziehen. Erst wenn er mir das gesagt hat, fällt er wie früher über mich her. Übrigens nennt er das Liebe und schreibt viele Gedichte darüber. Unter Haushofers unsentimentalen Blick machen sich ihre Protagonistinnen kaum Illusionen über den Status ihrer Zweierbeziehung. Meist trauern sie einer früheren Nähe und wahrhaftigen Zärtlichkeit nach und üben sich im Weiterwursteln. Sie werden nicht formell verlassen, sind es aber innerlich schon lange. Christine Lavant, Spezialistin für das Verlassensein, setzt in einem Gedicht ebenfalls ein Früher gegen das Jetzt und straft das männliche Du mit Verkleinerung. Früher, wenn mich was erschreckte, bandest du mir beide Augen mit den weichsten Seidenbändern mit den roten Lippen zu. Jetzt beim allergrößten Schrecken, jetzt im Wolkenbruch der Tränen, jetzt vor dem zerbrochenen Herzen stehst du wie ein Gartenzwerg. Wenn Haushofer in ihrer Parabel männlichen Größenwahn Schritt für Schritt auf Gartenzwergmaß zurechtstutzt, lässt sie den Menschenmann mit seinen Freunden darüber diskutieren, ob die Frau eine Seele habe. Diese wäre dem Gedanken nicht abgeneigt, weil er sie dann vielleicht weniger oft schlüge. Denn, zitiere, schlagen darf man nur die Tiere. In Hertha Kräftners Gedicht mit dem harmlosen Titel Abends scheint der Mann ebenfalls auf der Suche nach dem Sitz der weiblichen Seele. Er schlug nach ihr, da wurde ihr Gesicht sehr schmal und farblos wie erstarrter Brei. Er hätte gern ihr Hirn gesehen. Haushofers Behandlung der körperlichen Liebe entbehrt jedes emphatischen Moments und vielmehr manifestiert sich in ihr stets ein Mangel, ein Verlust, ein im Wortsinn hoffnungsloses Begehren. Dann drehte er das Fernsehen ab, obgleich das Stück noch nicht zu Ende war, und ging mit mir zu Bett. Es wurde wie immer, wenn der Alkohol ihn ein bisschen enthemmt hat. Dann schlief er sofort ein und ich lag noch eine Weile wach. Der lakonische Bericht der Erzählerin in die Mansarde klingt bei aller Enthemmung nicht nach einem außergewöhnlichen Erlebnis. Vielmehr ist herauszuhören, dass sich zwischen den beiden
wie alles andere, auch die eheliche Sexualität abgenutzt und automatisiert hat. Von den üblichen halbgeschwisterlichen Zärtlichkeiten zwischen Toni und Elisabeth ist in eine Handvoll Leben die Rede. Sarkastischer mutet Ingeborg Bachmanns Erklärung im Malliner dafür an, warum es keine guten Liebhaber gäbe. Die Erzählerin findet sie einmal mehr in der Macht der Routine. Zitiere: Ein Mann zum Beispiel beißt mich ins Ohrläppchen, aber nicht, weil es mein Ohrläppchen ist oder weil er vernarrt in das Ohrläppchen unbedingt hineinbeißen muss, sondern er beißt, weil er alle anderen Frauen auch in die Ohrläppchen gebissen hat. Wenn er gern die Füße küsst, wird er noch 50 Frauen die Füße küssen. Eine Frau muss aber damit fertig werden, dass jetzt ausgerechnet ihre Füße an der Reihe sind. Sie muss sich unglaubliche Gefühle erfinden und den ganzen Tag ihre wirklichen Gefühle in den Erfundenen unterbringen. Einmal, damit sie das mit den Füßen aushält, dann vor allem, damit sie den größeren fehlenden Rest aushält. Denn jemand, der so an Füßen hängt, vernachlässigt sehr viel anderes. Eine solche technische Sicht des Liebesakts erfordert die kategoriale Trennung von Liebe und Sexualität, zu der Haushofer etwa in der Ehebruchserzählung in eine Handvoll Leben ebenfalls bereit ist. Auch Annettes Perspektive in die Tapetentür ist zunächst die einer auch erotisch emanzipierten Frau. Sie kennt das einschlägige Angebot auf dem Markt, wenn sie von der Rolle des Liebhabers feststellt, sie passe, zitiere, überhaupt zu den wenigsten Männern und nur ganz selten zu einem Intellektuellen. Die Vorstellung, dass alle diese ernsthaften, dezent gekleideten Männer manchmal die Kleider ablegen und bleich wie Kartoffeltriebe daran gehen, sich eine Stunde mit der Liebe zu beschäftigen, hat etwas Obszönes und Lächerliches an sich. Man kann eben nicht ungestraft durch Generationen das Fleisch verachten und mit dem Hirn allein leben. Eines Tages rächt sich das Fleisch. Diese Vorstellung von einer kollektiven männlichen Degeneration, gleichsam als verborgene Rückseite der patriarchalen Machtstruktur, kehrt in Malliner in einer verstörend zynischen Passage wieder, die heute wohl noch anstößiger wirkt als für die Zeitgenossen 1971. Ich zum Beispiel war sehr unzufrieden, weil ich nie vergewaltigt worden bin. Als ich nach Wien kam, hatten die Russen überhaupt keine Lust mehr, die Wienerinnen zu vergewaltigen. Und auch die betrunkenen Amerikaner wurden immer weniger, die aber sowieso niemand recht schätzte als Vergewaltiger. Manchmal las man noch in den Zeitungen von zwei Negern in Uniform, aber ich bitte dich, zwei Neger im Salzburgischen, das ist doch reichlich wenig für so viele Frauen in einem Land. Und die Männer, die ich kennenlernte oder auch nicht kennenlernte und die nur im Wald an mir vorübergingen oder mich auf einem Stein sitzen sahen, an einem Bach, wehrlos, einsam, hatten nie den Einfall. Man hält es nicht für möglich, aber außer ein paar Betrunkenen, ein paar Lustmördern und anderen Männern, die auch in die Zeitung kommen, bezeichnet als Triebverbrecher, hat kein normaler Mann mit normalen Trieben die naheliegende Idee, dass eine normale Frau ganz normal vergewaltigt werden möchte. Ohne diese Explizitheit in der Spezifikation des sexuellen Begehrens und ohne diese Kaltschnäuzigkeit beschreibt Haushofer in die Tapetentür die Attraktivität Lennarts für Elisabeth ähnlich. Seine Art der handgreiflichen Eroberung erinnert die Protagonistin immerhin an die Kopfjäger auf Borneo. Zum Ritual der heimlichen Treffen gehört der jähe Überfall. Das heißt, Elisabeth trägt blaue Male auf der Unterlippe davon und erinnert sich an den Schmerz des Bisses. Als Lennarts Pendant, der riesige Wolfshund, auf den sie in einem fremden Stadtteil trifft, sie verschont, verspürt sie auch Bedauern, dass der tödliche Biss ausgeblieben ist. Lennart verkörpert für sie die Gewalt als eine Naturgewalt. Der Gedanke, sie könnte sich mit ihm aussprechen, erscheint ihr absurd. Ebenso gut, heißt es, ebenso gut konnte sie sich mit einer Lawine aussprechen, die im Begriff war, sie zu verschütten. Die masochistische Lust an Unterwerfung und Selbstpreisgabe
offenbart sich in der Literatur der Nachkriegszeit als die Kehrseite der weiblichen Urteilssouveränität, die im gesellschaftlichen Leben nicht existiert. Außerordentlich exponiert scheint diesbezüglich das lyrische Ich Hertha Kräftners. Etwa in dem radikal autoaggressiven Gedicht An einen gefallenen Engel. Bade dich in meinem Blut, wenn dich ein lauer Morgen langweilt. Nimm einen Dichter und spanne meine Haut an eine blau bemalte Wand und lass ihn Verse darauf schreiben an deine anderen Geliebten. Aus meinen Augenhöhlen trinke und zwinge mich zu Tränen für das Salz in deinen Speisen. Dies alles sollst du tun mit mir, doch wenn du müde bist für solche Wünsche, dann bohr mir einfach jenes Messer in den Leib, mit dem du sonst dein Brot am Abend schneidest. Nur meinem Blut erweise einen einzigen Gefallen. Bade dich darin, damit es einmal dich umfließt. Das ist eine gekürzte Version gewesen. Die physische Vereinigung mit dem treulosen Geliebten setzt hier die totale Vernichtung des Ich voraus. Als eine mildere Form der Selbstauflösung beschreibt Haushofer die Selbstvergessenheit, die Elisabeth unter dem Gewicht, wie es heißt, eines fremden Mannes möglich ist, während sie schwerelos und glückselig in einer großen Stille dahin starb. Christine Lavant indes hadert wie Kräftner mit der Herrinliebe. Zitiere, was jetzt aus meinen Augen niedertaut, in der ich diene, ist schon Blut. Auch dieses weibliche Ich beschwört immer wieder in drastischen Bildern die Dekonstruktion des Körpers als Destruktion. Es verlangt, man möge aus seiner Schädelschale trinken, seine Handballen mit Dornen traktieren. Warum hast du mir das Herz nicht aus den Rippen gerissen, es niedergetreten und kleinweise den Hunden verfüttert? Also ich sehe jetzt da nur, ich hoffe, dass man mich auch sieht, weil ich sehe jetzt nur dich. Zweitens, Mord und Totschlag. Daniela, wir sehen dich richtig groß. Ja. Zweitens, Mord und Totschlag. Der Gewaltexzess von Weltkrieg und NS-Diktatur ist durchaus auch der österreichischen Nachkriegsliteratur anzumerken, wenngleich selten so deutlich wie in Robert Neumanns Roman Die Kinder von Wien, 1946 englisch, 1948 deutsch erschienen. Einem eigentümlichen Beispiel für die Trümmerliteratur, für den Kritiker der Zeitung Neues Österreich ein zynisches Kaleidoskop, empörend nach dem millionenfachen Blutopfer Wiens, wie es in der Kritik heißt. Neumann erzählt von der Schicksalsgemeinschaft einiger schwer beschädigter, abgebrühter Kinder, Waisenkinder und Halbwüchsiger in einem Keller unmittelbar nach Kriegsende. Ein Eindringling, der es auf eines der Mädchen abgesehen hat, ist in einem Kampf zu Tode gekommen. Ein Bub, Curls, betritt den Keller, begleitet vom Kindl und einem Hund. Alle schauen sie zu, der erschlagene Mann liegt da, niemand kümmert sich. Hund. Der Hund hat sich erschrocken und reißt am Strick, er will weg vom Kindl. Körls, er heißt Herr Müller. Er ist zum Essen, sagt Goy. Der Hund hat sich losgerissen, jetzt rennt er in den hintersten Winkel von dem Keller und ist verrückt vor Angst. Kriecht das Kindl ihm nach, quer durch den Keller. Ich mach ihn tot. Goy hebt ein Stück Ziegel auf von der niedergebrochenen Treppe, sagt Körls. Er heißt Herr Müller. Schon recht. Goy freundlich schmeißt den Stein. Der Hund heult auf. Curls fängt den Strick, da hat er den Mund wieder. Nimmt Goy noch einen Ziegel auf. Ich kill ihn, freundlich. Curls, das Kindl kann mit dem Hund spielen. Geht es Neumann darum zu zeigen, dass Kinder selbst in einer Welt, in der ein Menschenleben keinen Wert mehr hat und Hunde geschlachtet werden, nicht ganz verloren sind? Ein schwarzer Reverend der US Army taucht als Seelenretter auf. So führt Haushofer in der Erzählung Die Kinder eine tückische, unheilbare Verrohung vor. Unheilbar, weil sie als Teil der Conditio Humana mutmaßlich immer schon da war. Tückisch, weil sie hinter guten Manieren getarnt ist. Nachdem die Kinder das Rotschwänzchen auf dem Dachboden ihrer Gastgeberin zu Tode gequält haben,
stecken die Mädchen, zitiere, die Stecknadel mit den bunten Köpfen ordentlich in Fräulein Claras Nadelkissen zurück. Tierquälerei als Vergehen gegen die Natur, als Verbrechen gegen das Gesetz des Lebens erscheint in Haushofers Werk nicht als Exempel des Unmenschlichen, sondern des Menschlichen oder des Männlichen. In der Parabel der Mann und sein Hund erschlägt der Herr seinen Hund nicht, um ihn zu essen, sondern weil er dessen bedingungslose Liebe nicht erträgt. Angeschafft hat er ihn sich aus Rache an der Welt und der Tücke ihrer Objekte. Im ersten der drei in der Geschichte angebotenen Schlüsse tötet der Mann, zitiere, bis es nichts mehr zu töten gab. Die traurige, leere Höhle in seinem Innern ist auch der Grund, warum der Protagonist der Erzählung Menschenfresser das Mädchen im Bahncoupé, so alt wie seine Tochter, mit den Augen verschlingt. Kein sexuelles Verlangen, wie er begreift, sondern ein schrecklicher Hunger nach Leben und Jugend, der ihm unversehens die Motivation von Triebtätern nahebringt. Zumal die Neuankömmlinge im Abteil ins Schwitzen geraten und offenkundig Ähnliches verspüren. Alle starten sie auf das Mädchen wie Raubtiere auf einen Brocken Fleisch. Von einem Mord träumt auch der Knabe in Kräftners Gedicht in einem Eisenbahnabteil. Für ihn erledigt das der Schaffner, der dem Mann vis-à-vis eine Schlinge um den Adamsapfel legt und das Seil am Heizungshebel befestigt. Er zog sich dünn in die Länge und dadurch sprang der Hebel knackend auf kalt. Die Reisenden schwiegen voll Trauer. Und eine fremde Dame neben dem Knaben sagte, vielen Dank, es war hier schon schrecklich heiß. Mit der Reaktion der Mutter, der fremden Dame an seiner Seite, sind wir wieder in der Realität angelangt. Und die Ermordung eines x-beliebigen im Traum hat jene Note der Willkür und Absurdität erhalten, die ihr ähnlich etwa auch in Bachmanns Erzählung unter Mördern und Irren zukommt. Mit dem Mord am fremden Störenfried ist das gute Raumklima wiederhergestellt. Abgezählt heißt ein Gedicht Ilse Eichingers, das an 5 abgezählten Tagen eine Klimax dramatischer Ereignisse bis zur neuerlichen Einübung in die Normalität abhandelt. Der Tag, an dem du ohne Schuhe ins Eis kamst. Der Tag, an dem die beiden Kälber zum Schlachten getrieben wurden. Der Tag, an dem ich mir das linke Auge durchschoss, aber nicht mehr. Der Tag, an dem in der Fleischerzeitung stand, das Leben geht weiter. Der Tag, an dem es weiterging. Der Subtext von Kriegsgräuel und Judenmord ist trotz metaphorischer Verschlüsselung unübersehbar. Sowohl die Verletzlichkeit des Du als auch die Selbstauslöschung des Ich kann man sich mehr antun, als sich das linke Auge zu durchschießen, werden durch die Verlautbarung der Fleischzeitung annulliert, die jene repräsentiert, die für das Schlachten verantwortlich sind und am Ende Recht behalten. Alles kommt langsam ins alte Geleise, heißt es in Eine Handvoll Leben. Und was aufgewacht war, schlummert leise wieder ein. Die Mörder und Totschläger treiben freilich gut verkleidet als honnette Bürger in der Literatur weiter ihr Unwesen. In dem Gedicht Die Frau des Henkers erzählt Kräftner von eben dieser, die eines Tages aufhört zu essen, als ihr Mann ein Huhn verspeist und sie an ihren Hochzeitstag denken muss. Es war ein weißes Huhn gewesen, so sanft und weiß und warm und ganz geduldig unter dem Messer. Nun aß es ihr Mann und ein Tropfen Fett rann über seine weiß gebürsteten Finger. Sichtbar wird hier gerade das, was nicht mehr zu sehen ist, das Blut. Die symbolische Gleichsetzung von Braut in Weiß und weißem Huhn macht die Frau zum Opfertier, weshalb sie auch schreiend die Flucht ergreift. Sie suchten sie lange vergeblich, ist der letzte Vers. Während das Urbild des Schlechters in Haushofers Werk die offene männliche Tötungsabsicht verkörpert,
steht ein Bürger von Renommee wie Richard in Wir töten Stella für die kamouflierte Aggression. Richard ist ein Ungeheuer, fürsorglicher Familienvater, geschätzter Anwalt, leidenschaftlicher Liebhaber, Verräter, Lügner und Mörder, heißt es im Text. Der letzte Satz hält das endgültige Urteil fest. Und während Stellas Fleisch sich von den Knochen löst und die Bretter des Sarges tränkt, spiegelt sich das Gesicht ihres Mörders im blauen Himmel unschuldiger Kinderaugen. Der Titel freilich, ursprünglich Wir morden Stella, erweitert das Urteil auf eine ganze, zu innerst mörderische Gesellschaft. Der ungesühnte Massenmord ist die Wunde, an der alle bewusst oder unbewusst leiden. Dabei machen Haushofers weibliche Figuren sich mit den Tätern gemein. In Die Mansarde ist die Erzählerin drauf und dran, mit jenem X, den sie für einen Mörder hält und dessen Hände sich immer mordgieriger benehmen, ein neues Leben zu beginnen. Andererseits laboriert sie an einer neuen Überempfindlichkeit. Zitiere: Der Seidelbast ist aufgeblüht. Ich schneide ihn nicht ab. Er könnte ja schreien und ich wüsste es nicht. Neuerdings fange ich Fliegen und Silberfischchen auf einem Blatt Papier und werfe sie aus dem Fenster. Meine Finger können sie nicht zerdrücken. Sie werden schon wissen, warum. Es ist schrecklich und endgültig zerdrückt zu werden. Aber ich selber habe früher einmal Hühner geköpft und Fische erschlagen. Ich zwang meine Hände zu töten, weil es normal war, das zu tun. Ihre Krankheit gleicht jener, die es dem Helden der Erzählung die Stechmücke zunehmend unmöglich macht, Leid und Tod von Lebewesen mit anzusehen, bis er sich angesichts seiner sterbenden Mücke aus dem Fenster stürzt. Der Protest gegen die Normalität des Tötens und das ihr zugrunde liegende männliche Prinzip geht mit der Selbstvernichtung einher. Ich lasse jetzt ein Kapitel aus, das heißt Böse Tanten, und das ist ein Vergleich zwischen Valentschaks Fenster zum Sommer beziehungsweise Zuflucht hinter der Zeit und die Mansarde, wo es zwei sehr ähnliche Tantentypen gibt, die eben zeigen, dass Haushofer auch Frauen sehr böse charakterisieren konnte. Und was ich auch aus Zeitgründen hier auslasse, ist ein Kapitel Gott und die Welt. Ich lese vielleicht noch den Schluss dieses Kapitels, damit man eine Vorstellung hat. Das geht sich, glaube ich, aus. Für Ellen, das halbjüdische Mädchen in die größere Hoffnung von Ilse Eichinger, bringt die Anrufung des heiligen Franz Xaver in der Kirche keinen Trost. Leer für alle, die dich anrufen, heißt es später in Kleist Moos Fasane. Die Welt, die Eichinger beschreibt, ist von der Abwesenheit Gottes bestimmt. Als solche ist sie erbarmungslos und brutal. Im Gedicht Tagsüber dreht sie das Ich förmlich durch die Mangel. Ein ruhiger Junitag bricht mir die Knochen, verkehrt mich, schleudert mich ans Tor, würgt mich mit seinen frischen Schlingen, so lang, bis ich noch atme. Bleib, lieber Tag. Das Grauen hinter dem Sommerfrieden endet im Paradox, so lang, bis ich noch atme. Das Überleben, nicht der Tod, bildet die Klimax der Schrecknisse. Einen solchen ruhigen Tag würde keiner, der bei Trost ist, zum Bleiben auffordern. Ähnlich rätselhaft ist auch eine Passage in die größere Hoffnung. Aber sie radieren zu viel, hätte die alte Lehrerin den lieben Gott gewarnt. Zuletzt bleibt ein Loch. Aber meine Liebe, hätte der liebe Gott gesagt, gerade das habe ich gewünscht. Schauen Sie durch, bitte. Geht es da um das Verhältnis von Leere und Lücke, um die Präsenz des Fernen oder um die Zuverlässigkeit der Wahrnehmung und
die Haltbarkeit von Bildern. Bei aller Ironie wäre eine versöhnliche Deutung als Kommentar zu Theodizee möglich. Selbst Gott kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Das Getilgte ist ex negativo weiter vorhanden. Im besten Fall gibt es den Blick frei auf eine andere Wirklichkeit. Wer da durchschaut, vermag es zu durchschauen. Du sei bedankt, ich habe genug erfahren, bescheidet Lavans lyrisches Ich seinem Gott in seiner charakteristischen, schnippischen Frömmigkeit. In ihrem literarischen Vermächtnis, wenige Wochen vor ihrem Tod, malt Haushofer sich das Ende aller Schmerzen und aller Gedanken in einem Häufchen Asche aus und erlaubt sich eine letzte ironische Wendung. Dafür sei Gott bedankt, den es nicht gibt. Nicht zuletzt der Wunsch ihres Ehemanns war dafür verantwortlich, dass der Satz, doppelte Ironie, in der posthumen Publikation noch einmal auf den Kopf gestellt wurde. Dafür sei Gott bedankt. Zuletzt Sarkasmus. Haushofer betrachtet Humor und Ironie immer schon unter den Aspekten von Macht und Gender. Der Mensch versuche, das Tragische im Witz aufzuheben. Die meisten Frauen hätten aber, zitiere, eine ganz urtümliche Einstellung zum Leben, die sich mit Humor und Witz nicht verträgt. Das notiert Annette in die Tapetentür. Die Autorin wendet Witz und Ironie allerdings als eine Form von Notwehr gegen die männliche Herrschaft an, der, wie es im Roman heißt, eine Grausamkeit aus Gedankenlosigkeit und Kontaktunfähigkeit zugrunde liege. Als Frau, heißt es, kann man sich nur äußerlich in Ironie und Skepsis retten. Die tiefe Beunruhigung bleibt bestehen. In einer Handvoll Leben ist von dem stillen Zynismus der Frau die Rede, mit dem Elisabeth die Sabotage der männlichen Großvorhaben durch die Frauen beobachtet. Sie durchschaut die ach so wichtigen Debatten ihrer Freunde als bloßes Spiel der Eitelkeit, meint aus ihren Mündern Papierblasen aufsteigen und mit leisem Knall zerplatzen zu sehen. Dem tödlichen Ernst der Männergesichter begegnet sie mit Spott und blinder Zärtlichkeit. Es drängt sie, diese bedeutenden Köpfe zu streicheln und zu murmeln, ist ja schon gut, ihr habt das sehr schön gesagt, wirklich sehr schön. Eine Frau, die solchen Anwandlungen nachgibt, überschreitet eine gesellschaftliche Grenze. Jelinek stellt fest, dass es das Schlimmste ist, wenn man sich über etwas lustig macht. Das ist kastrierend. Deshalb ist die taktvolle Gattin in die Mansarde vorsichtig, wenn Hubert und sie miteinander scherzen. Zitiere, jedenfalls lacht er nie, wenn er auch nur im geringsten seine Würde bedroht sieht. Und es ist nie genau vorauszuahnen, was alles die Würde eines Mannes verletzen kann. Die Autorin Marlene Haushofer unternimmt einen Generalangriff auf die Würde, nicht nur die des Mannes. Die ironische Perspektive und die forcierte Brutalität ihrer Erzählungen und Romane kündigen das Selbstverständliche der patriarchalen Nachkriegsordnung ebenso radikal auf wie den Konsens des Vergessens. Im Kontext der Wiederaufbauverhältnisse ist dem weiblichen Beitrag zu einem literarischen Sprechen der Uneigentlichkeit in besonderem Maße die Geste der Anmaßung, der phallischen Anmaßung, wie Jelinek sagt, eingeschrieben. Haushofers Mittel der Wahl ist der Sarkasmus. Das Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe aus dem Jahr 1907 gibt eine geschlechtsneutrale Definition. Sarkasmus, vom griechischen Sarkazein, abbeißen, heißt ein bitterer, mit Ironie verbundener Spott, welcher den anderen zu vernichten strebt. Er ist ohne Erbarmen und ist nur die Waffe geistig hochstehender Menschen von bösartigem Charakter. Ende des Zitats. In der griechischen Rhetorik wurde der Sarkasmus als Form der aggressiven Verspottung mimisch durch das Blecken der Zähne dargestellt. Sarkasmus ist Witz mit Tiefgang, Witz, der wehtut. Die Wurzel des Wortes ist Sarx, Sarkos, das Fleisch. Haushofers lebenslange Faszination durch Fleisch und Knochen
entsprechen die einschneidenden Maßnahmen, die der Sarkasmus der Autorin nicht zuletzt an der eigenen Person vornimmt. In einer früheren Fassung der Wand bezeichnet sich die Erzählerin als eine Registriermaschine aus Fleisch. Im letzten ihrer Prinzessinnen-Dramen von 2003, Der Tod und das Mädchen 5, mit dem Untertitel Die Wand, rechnet Jelinek mit den mythischen Heroinen der Nachkriegsliteratur ab, mit Inge Bachmann, Silvia Plath und Marlene Haushofer. Sie zeichnet sie als todessüchtige Selbstdarstellerinnen, überforderte Intellektuelle und Hausfrauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Zitiere: Sogar diese Wand soll dich lieben, damit du seist, du bist unersättlich. Es geschieht dir recht, dass du von ihr gefressen wurdest. Jelinek nimmt in der Generation der Vorfahrinnen von vor allem die masochistischen, nicht die sarkastischen Züge wahr und reagiert darauf mit Sarkasmus. Man sieht es, nämlich die Wand, man sieht es nicht, aber man kommt nicht darüber hinweg und es bereitet einem entsetzliche Qualen. Das ist sehr wichtig. Dass es eine Qual gibt, ist das Wichtigste überhaupt. Die Anmaßung der Autorinnen wird letzten Endes bestraft. Im Schreiben haben wir Urteile gefällt, aber bumm, da sind wir schon von unserer Wand gefallen, ehe wir oben waren. Jelinek Spott gilt den Passionslegenden weiblichen Schreibens ebenso wie deren gläubiger Reproduktion durch die feministische Literaturwissenschaft. Haushofer und ihre Kolleginnen waren sich bewusst, auf verlorenen Posten zu stehen. Und so fällt die aggressive Werf ihres Werks noch einmal auf sie zurück. Wer den Spott hat, hat auch den Schaden. Danke.